Hallo Freunde, mein Name ist Fane Millis. In diesem Video behandle ich die Muskelfasertypen der Skelettmuskulatur. Generell unterscheidet man zwischen zwei Muskelfasertypen, nämlich zwischen den langsamen ST-Fasern aus dem englischen Slow Twitch Fibers und den schnellen FT-Fasern aus dem englischen Fast Twitch Fibers. Im Aussehen unterscheiden sie sich darin, dass die ST-Fasern dunkelrot sind, während die FT-Fasern eher blass erscheinen. Deswegen werden sie manchmal auch in rote und weiße Muskelfasern unterteilt. Die dunkelrote Farbe entsteht durch das Myoglobin, welches ein Protein in der Muskelzelle ist. Myoglobin hat hierbei die Aufgabe, Sauerstoff aus dem Blut, genauer vom Hämoglobin, zu übernehmen und dem Muskel zur Verfügung zu stellen. Somit ist es eindeutig, dass die ST-Fasern vor allem für die aerobe Energiebereitstellung zuständig sind. Für ein besseres Verständnis des Videoinhalts solltest du also zuvor mein Video zur Energiebereitstellung kennen. Weiter im Kontext: Die ST-Fasern kontrahieren am langsamsten, nämlich erst ca. 80 Millisekunden nach dem Nervenimpuls. Dafür halten sie die Kontraktion am längsten aufrecht, weswegen sie vor allem in Muskeln aufzufinden sind, die Stütz- und Haltefunktion aufweisen. Ohne ST-Fasern könnten wir wahrscheinlich nicht auf zwei Beinen laufen. Aufgrund ihres aeroben Stoffwechsels sind sie außerdem reich an Mitochondrien und Blutkapillaren. Dieser Muskelfasertyp wird auch als Typ 1 bezeichnet. Im Gegensatz dazu sind die FT-Fasern sehr schnell kontrahierende Muskelfasern. Sie reagieren schon ca. 30 Millisekunden nach dem Nervenimpuls. Konträr zum Langsamtyp beziehen sie ihre Energie aus dem anaeroben Stoffwechsel. Deshalb ermüden sie schon nach ca. 60 Sekunden, weswegen sie ferner weniger Mitochondrien und Blutkapillare aufzeigen. Dieser Muskelfasertyp wird auch als Typ 2X betitelt. Neben diesen gibt es auch noch den Typ 2A. Moment mal, sagte ich nicht eben, dass man grundlegend zwischen zwei Typen unterscheidet? Nun ja, um ehrlich zu sein, sind derzeit 7 verschiedene Muskelfasertypen bekannt, die in der menschlichen Skelettmuskulatur vorkommen. Da sie aber besondere Spezifika in verschiedenen Organen zeigen, zum Beispiel im Kiefer oder im Augapfel, und prinzipiell gleich funktionieren, ist es für die sportliche Praxis nicht relevant, deren Eigenschaften zu kennen. Die Typ 2a Muskelfasern sind dagegen schon relevant, da sie eine Zwischenform der beiden eben genannten Typen darstellen. Trotzdem wird der Typ ebenfalls zu den FT-Fasern gezählt, da dieser ca. 50 Millisekunden nach dem Nervenimpuls reagiert. Sie arbeiten sowohl anaerob als auch aerob. Deswegen bilden sie einen kraftvollen Muskeltyp, der seine Aktivität bis zu ca. 30 Minuten lang aufrechterhalten kann. Aufgrund des gemischten Metabolismus enthält der Typ 2a mehr Myoglobin, Mitochondrien und Blutkapillare als die Typ 2x-Fasern und ist somit nicht blass, sondern tendenziell hellrot. Abschließend ist zu klären, wie viel habe ich denn von einem und vom anderen Muskelfasertyp? Zuallererst ist die Verteilung de facto genetisch bedingt. In einem sportmedizinischen Werk aus dem Jahre 1983 sprach man von einer Normalverteilung der Typ 1 und Typ 2 Muskelfasern im Verhältnis von 50 zu 50. Heute spricht man eher von individueller Varianz. Das heißt, dass die Verteilung je nach Abstammung bei jedem unterschiedlich ist, auch wenn sich ST-Fasern eher im Rumpfbereich auffinden lassen, während die Arme eher von FT-Fasern dominiert werden. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch das Sprichwort: Zum Sprinter wird man geboren, zum Läufer wird man gemacht. Es ist eine Andeutung darauf, dass die ST-Fasern antrainierbar sind, während die FT-Fasern von Geburt an vorhanden sein müssen. Genau dies wurde in sportmedizinischen Untersuchungen nachgewiesen. Bei intensiver Beanspruchung von ST-Fasern wird ein Koaktivator namens PGC1-Alpha aktiv, welcher die mitochondriale Biogenese und den oxidativen Metabolismus aktiviert. Damit ist eine Umformung von Typ 2X-Fasern in Typ 2A und von Typ 2A-Fasern in Typ 1 zu erkennen. Zum umgekehrten Fall gibt es noch keine Nachweise. Insbesondere beim Krafttraining wurde lediglich der Querschnittswachstum beobachtet, also die allgemein bekannte Hypertrophie des Skelettmuskels durch neu entstandene Myofibrillen. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Falls du dir die Energiebereitstellung noch nicht angeschaut hast, solltest du dies unbedingt nachholen.
Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben, konstruktive Kritik und jeden neuen Abonnenten.